Willkommen in meiner Küche nach einer kurzen Pause. Ich habe für euch eine leckere Melba-Torte, die habe ich in einer Zeitschrift gesehen und dachte ich mir, nee, die muss ich unbedingt nachmachen. Und jetzt sind die Zutaten für den Biskuitteig. Wir werden brauchen eine Springform 26 cm Durchmesser und drei Eier, große M, die habe ich schon getrennt, eine Prise Salz, das später. 75 Gramm Zucker, da ist ein bisschen mehr, aber wir werden brauchen nur 75 Gramm. Dann ein bisschen Vanillepaste oder ein Päckchen Vanillinzucker. Da habe ich 75 Gramm Mehl, 75 Gramm Mehl, 25 Gramm Stärke und da gebe ich jetzt eine Teelöffel Backpulver. Das werde ich später vermischen. Und Backofen vorheizen auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Und jetzt werde ich das Eiweiß schlagen. Die Schüssel muss sauber sein, trocken und sauber und die Eier müssen immer Raumtemperatur haben. Das Eiweiß werde ich jetzt schlagen, wenn die Eier schäumen, gebe ich das Zucker dazu, also ganze von hier habe ich nicht gegeben. Wenn die schon steif geschlagen sind, geben wir nach und nach das Eigelb dazu. Noch halbe Minütchen rühren. Dann gebe ich noch die Vanillepaste. Ja, so halbe Teelöffel, einen Teelöffel. Wenn ihr Vanillinzucker habt, dann gebt ihr das zusammen mit dem Zucker dazu, zu den Eiweiß. Und jetzt werde ich das Mehl, also die beiden Mehl mit dem Backpulver sieben. Vermische ich das vorsichtig. Wenn ihr falls ihr irgendeine Biskuit macht oder Kuchen, wenn ihr eine Schokokuchen haben möchtet, dann statt Stärke könnt ihr Kakao nehmen. Jetzt den Teig auf dem Springform geben, glatt streichen und dann wird er gebacken 20 Minuten bei 180 Grad 20 Minuten. Wer nur Umluft hat 160 Grad. Danach abkühlen lassen. Und jetzt sind die Zutaten für die Käsemasse bzw. Quarkmasse. Da habe ich 250 Gramm Himbeeren, die sind noch ein bisschen gefroren, aber konnte natürlich auch frische nehmen. Dann habe ich hier 500 Gramm Quark. Diesmal habe ich genommen 0,2 Fettanteil. Dann werden wir brauchen 200 Milliliter Schlagsahne, 250 Gramm Joghurt, Naturjoghurt, dann 125 Gramm Zucker, normales Zucker, 2 Päckchen Vanillinzucker, 8 Blatt Gelatine. Wenn ihr Sahnejoghurt und Sahnequark habt, dann könnt ihr Sahnejoghurt und Sahnequark geben. Ich habe nicht gefunden, ich habe damit versucht. Jetzt werde ich die Gelatine, also mit so normalen. Jetzt werde ich die Gelatine einweichen, gebe ich dazu die kalte Wasser. Und lasse ich 10 Minuten einweichen. Ich empfehle euch, erstmal die Wasser reintun und dann die Gelatine so kreuzweise drauflegen. Ja, dann habt ihr dann später nicht so eine Klumpe. Ich zeige euch dann später. Jetzt werde ich das Quark, die Schlagsahne, flüssige Schlagsahne, das Joghurt zusammen mit dem Vanillinzucker und normalen Zucker vermischen. Ich mache das mit dem Schneebesen, könnt ihr kurz mit dem Handrührgerät, aber ist nicht nötig. Statt Vanillinzucker könnt ihr Vanillepaste nehmen, ja, so 1 bis 2 Teelöffel. So richtig gut vermischen. Meine Gelatine braucht noch, die Himbeeren werden wir brauchen erstmal fast zum Schluss. Da habe ich so eine große Klumpe, seht ihr das? Deswegen ist es wichtig, dass man das so kreuzweise erstmal in die Wasser legt. Ja. Die Gelatine braucht noch. Inzwischen werde ich mir das Biskuit
also das Backform entfernen und das Backpapier und der Biskuit halbieren. Lege ich erstmal beiseite und später kommt er auf eine Tortenplatte. Hier ist die Gelatine, da gebe ich heiße Wasser, also wir werden jetzt die Gelatine auflösen und in der heiße Wasserbad werde ich die Gelatine auflösen. Ja, ich konnte sie erstmal vorher ausdrücken, aber egal. Hat auch so geklappt. Und durch die Hitze wird die Gelatine sich auflösen. Okay, reicht schon. Zu der Gelatine gebe ich jetzt ein bisschen Käsemasse, also Quarkmasse. Das ist sehr wichtig, dass sich die Temperaturen ausgleichen. Ich habe am Anfang meine Backgeschichte, sag ich mal, ja, meine Backabenteuer einmal so gemacht, dass ich so eine nur pure aufgelöste Gelatine zu Käsemasse gegeben und dann hatte ich sehr, sehr viel Klumpen gehabt und das war so unappetitlich, sag ich mal. Ja, jetzt gut vermischt, also die Gelatine gebe ich jetzt und die Käsemasse wird gut vermischt und die Käsemasse, ja, beziehungsweise Quarkmasse werde ich jetzt halbieren, also auf zwei Teilen. Ich mache das so nach Augenmaß. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das so, ja, mit der Waage machen. Zwei gleiche Schüssel und mit den Gramm spielen, ja. Da habe ich jetzt Zutaten für den Himbeermus. Da habe ich 150 Gramm Himbeeren, 50 Gramm Zucker, eine Teelöffel, sag ich mal, Zitronensaft, 1 bis 2 und 2 Blatt Gelatine. Das wäre so ein Himbeermus und dieser Himbeermus kommt später zu dem zweiten Teil von Quarkmasse. So, ich mache die Gelatine hier halbieren bzw. brechen, so dass sie ja mir da passt in die kleine Schüssel. Die müssen wir jetzt einweichen wieder und die Himbeeren zusammen mit dem Zucker und Zitronensaft werde ich jetzt mit dem Stabmixer pürieren. Und wenn die Gelatine schon weich ist, dann kommt sie noch dazu. Zusammen mit dem anderen Hälfte von Quarkmasse. Ja, meine Gelatine braucht noch ein bisschen. Ich werde euch das alles beschreiben unten in die Infobox, also unten in die Beschreibung. Ist nicht kompliziert, wie es aussieht. Da gebe ich erstmal den Boden auf einen Tortenring. Auf eine Tortenplatte gebe ich das Tortenring rundherum und zu einer Käsemasse gebe ich 250 Gramm Himbeeren. Vermische ich das vorsichtig und das kommt auf den ersten Boden, wird gut verteilt. Dann darauf kommt das Boden, also zweite Biskuitteig. Jetzt kommt das zweite Teil von Quarkmasse und da oben drauf kommt der Himbeermus. Also die werden dann jetzt zusammen vermischt gleich. Wird gut verteilt. Legt man erstmal beiseite, aber auf keinen Fall in den Kühlschrank. Und jetzt die Gelatine für die Himbeermasse werden wir jetzt auflösen, gleich wie vorher in heiße Wasserbad. Wenn das schon aufgelöst, gebe ich ein bisschen Himbeermus dazu, dass sich die Temperaturen ausgleichen. Das geht ganz schnell.
geht es ganz schnell und ist ganz, ganz wichtig. Dann kommt das zu den Himbeeren, wird gut vermischt und die ganze Himbeermasse kommt obendrauf auf die Quarkmasse, wird gut verteilt. Und jetzt können wir spielen, wir müssen das so marmorieren, also ich mache hier so ein Muster. Könnt ihr entweder Gabel nehmen, so marmorieren mit der Gabel oder so wie ich mit Löffel. Ich habe hier versucht, dass ich nicht dem Biskuitteig, ja sag ich mal, kaputt mache oder zerstöre. Ja, deswegen erstmal habe ich so gemacht und später mit der anderen Ende von Löffel habe ich so, sag ich mal, Zickzack-Muster gemacht, ja. So marmoriert. Mir gefällt jetzt schon so, aber ich habe noch ein bisschen rumgespielt. Und ich sage euch jetzt so, ich habe so gemacht, wie in dem Rezept stand. Erstmal für 15 Minuten in den Kühlschrank gestellt. Und jetzt habe ich hier Pfirsiche. Hart. Da steht eine Minute, nicht eine Stunde. Steht auf Polnisch. Ich habe erstmal diese ganze Video auf Polnisch gemacht. Und ja, vergessen das rauszuschneiden. Die Pfirsiche werden wir jetzt blanchieren. Eine Minute in kochendem Wasser blanchieren. Dann kurz in kaltes Wasser abschrecken, sodass sich das Haut besser abziehen lässt. Weil wir werden brauchen kleine Stücke von den Pfirsichen. Ich werde das jetzt gleich in Spalten schneiden. Da würde ich euch empfehlen, harte Pfirsiche nehmen, weil wenn die weich sind, dann bei Schneiden kann passieren, dass die euch, ja, die können dann beschädigt werden. Weil die sind ja rutschig und muss man da ein bisschen festhalten, die kann man da beschädigen. Okay, die schneide ich so in Spalten. Nach 15 Minuten habe ich die Pfirsiche raufgelegt und in Rezept stand für Minimum 4 Stunden in den Kühlschrank legen, dann kann man weitermachen. Aber wer lässt Kuchen 4 Stunden im Kühlschrank? Am meisten lassen wir das Kuchen über Nacht im Kühlschrank. Aber über Nacht das Obst, also die Pfirsiche waren so, sage ich mal, die haben an Geschmack verloren und ja, an Geschmack und an Optik. Am nächsten, also ja, ich hatte das Kuchen ganze Nacht im Kühlschrank. Jetzt habe ich hier Schlagsahne, 200 ml Schlagsahne mit einem Päckchen Sahne steif geschlagen. So stand in Beschreibung, die 200 Gramm war doch zu viel. Ich werde euch da empfehlen, 100 Gramm Schlagsahne, ja. Und am nächsten Tag habe ich das Backring entfernt, vorsichtig entfernt, also erstmal mit dem Messer. Und jetzt werde ich mit der geschlagenen Sahne die Seiten streichen. Und hier könnt ihr vielleicht schon erkennen, dass die Pfirsiche schon an Optik verloren haben. Und ich muss euch sagen, an Geschmack auch. Deswegen hier meine Empfehlung. Am besten Pfirsiche, also Deko, ausgeschnittene Obst, immer kurz vor Servieren drauf tun. Dann habe ich noch mit frischen Himbeeren das dekoriert. Da hatte ich ziemlich große Himbeeren, die habe ich noch ein bisschen halbiert und als Kontrast habe ich da ein bisschen Minzblätter gegeben. Dann wird ihr an dem Foto erkennen erstmal. Ja, gleich schneide ich das mit euch. Ja, hier sind noch keine, da sind noch vor dem Foto große Stücke. Ich wollte da schöne Foto haben, zeigen, wie das innen aussieht. Ich werde das natürlich auch mit euch essen. Natürlich nicht das ganze Stück, was ich da auf dem Teller habe, nur die Hälfte und ja, es war sehr lecker, sehr erfrischend. Nur die Pfirsiche waren so ein bisschen, ja, an Geschmack verloren haben. Aber das war kein Problem, das war nicht die große Sache. Gut, meine Lieben, das war's schon. Ich hoffe, das Video und Rezept hat euch gefallen. Ich werde das nachmachen. Sorry, dass ich lange Pause gehabt habe.
Ja, kurze bzw. lange, ja, für mich das war lang. Ich werde mich jetzt oft anmelden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!